Marie von Korff ist Restauratorin. In ihrer kleinen Werkstatt in der Münchner Maxvorstadt restauriert sie Bilderrahmen, Holzmöbel und antike Einrichtungsgegenstände. Die meisten ihrer Stücke sind sehr aufwendig gemacht. Würde man sie heute nachbauen, wären sie unbezahlbar. Die Qualität bei alten Möbeln und Skulpturen ist einfach unglaublich gut. Das wird heute oft vergessen. Man kauft sich einfach ein modernes Möbel in einem Möbelhaus. Es sieht am Anfang gut aus. Dann zieht man einmal um, dann sind die Scharniere schon locker, die Verbindungen sind schon schief. Ein altes Möbel, damit kann man ganz oft umziehen. Wenn es aus dem Leim geht, muss man es einfach nur mal verleimen. Aber es geht nicht in dem Sinn kaputt wie die heutigen modernen Möbel, wenn man umzieht. Die Halbwertszeit von Möbeln ist immer kürzer. Marie von Korff hält mit Idealismus und Fachwissen dagegen. Und mit Sinn für Farben, Formen und Ästhetik. Es fällt mir schon schwer, die Möbel wieder abzugeben, die ich liebgewonnen habe in meiner Werkstatt, wenn ich mich sehr lange damit beschäftigt habe und es vor allem sehr schöne Möbel sind. Es gibt natürlich auch Möbel, die einem überhaupt nicht gefallen und wo man denkt, oh, wieso lässt der Kunde jetzt das restaurieren? Das kommt auch vor. Aber es gibt auch sehr viele wirklich wunderschöne Stücke, die würde man sich auch gerne in die eigene Wohnung stellen. Marie von Korff hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. 6 Tage die Woche poliert, leimt und repariert sie alte Möbel. Das Restaurieren ist tatsächlich mein Traumberuf. Ich mache es wahnsinnig gerne. Man hat immer schnell ein Ergebnis. Man arbeitet mit wunderschönen Dingen. Auch wenn es oft nicht einfach ist. Es ist schon oft auch körperlich harte Arbeit. In ihrer kleinen Werkstatt versucht sie so, dem Trend zu billigen und kurzlebigen Möbeln entgegenzuwirken. Mit Materialien und Methoden, wie sie schon vor Hunderten von Jahren verwendet wurden.